Es ist keineswegs jetzt Mannheimer Größenwahn, dass hier ein Foto des Pariser Eiffelturms im Bau und eine Fotografie des Mannheimer Wasserturms im Bau nebeneinander in der Ausstellung gezeigt werden. Aber beide Fotografien sind im gleichen Jahr, nämlich im damals deutschen Dreikaiserjahr 1888 entstanden. Das zeigt generell diese enorme Bauentwicklung dieser Zeit, auch immer mit dem geheimen Vorbild von Paris, aber eben auch in Mannheim, was damals eine enorme Bauentwicklung stattfand. Immerhin in der Zeit wurden 2/3 der Innenstadtbebauung neu entwickelt oder zumindest umgebaut. Und gerade auch im Hinblick dann auf das 300-jährige Stadtjubiläum 1907 entstanden unheimlich viele dieser heute noch bedeutenden Gebäude, wie eben auch der Rosengarten als Konzertgebäude und eben ganz wichtig die Friedrichsplatzbebauung, die Anlage des Friedrichsplatzes mit dem Wasserturm als Zentrum, die quasi auch als Visitenkarte der Stadt dann für dieses Jubiläum genutzt wurde.